Mein Name ist Cachado, 78 bin ich geboren und hab vor langer Zeit eine nahestehende Person verloren. Okay, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Wieso verdammt nochmal, frage ich mich, geschah das Unglück 1982 am 2. August. Wusste ich nicht, was los war, doch das Haus war voller Frust. An einem teuflischen Rennen ist mein Vater umgekommen. Irgendeiner von dort oben hat seine Seele mitgenommen. Eine Frau mit 5 Kindern sozusagen hinterlassen. Ich werde meine Vergangenheit ein wenig zusammenfassen, denn es ist ja nicht so, dass er normalen Unfall hatte. Der Ringgegner war ne Fair, war ne miese Ratte. Mein Vater war wahrscheinlich ein paar Meter voraus. Wenn es so ist, wie ich denke, Herrgott, ich raste aus. Ich bin jetzt älter geworden, aber hab ihn nie kennengelernt. Und jetzt ist es zu spät, denn er ist zu weit entfernt. Und es gibt so viele Geschichten, wie es angeblich geschah. Aber die Wahrheit, wie es passierte, ist mir heute noch nicht klar. Denn damals war ich grad mal 4 und wusste nicht, was da vor sich ging. Ich weiß aber noch genau, wie meine Mutter zu weinen anfing. Hoff, dass diejenigen deswegen bezahlen werden. Ich verfluche diese Leute und hoffe, dass sie sterben. Aber auch das holt meinen Vater nicht wieder her. Ich verfluche den Tag und bedauere seinen Tod sehr. Wir verfluchen den Tag, an dem es geschah. Hört sich an wie eine Geschichte, doch es ist leider wahr. Wir verfluchen den Tag, an dem es geschah. Hört sich an wie eine Geschichte, doch es ist leider wahr. Mein Bruder BJ hat es mit ein paar Problemen zu tun. Anstatt was dagegen zu machen, ließ er sie auf den Schwung. Er war zu stolz, um irgendjemand nach der Erklärung zu fragen. Gab sich stattdessen wegen Deppen und langweiligen Tagen diesen teuflischen Dreck, diesen krassen Flech, der dich nach einmal nehmen nicht mehr so schnell von ihm weglässt. Es machte ihn schnell kaputt, bald konnte er nicht mehr. Und ohne Kraft aus diesem Kreis rauszukommen, war viel zu schwer. Ich als kleiner Junge konnte damals nicht verstehen, dass er und seine Freunde immer schneller zu ihrem Ende gehen. Doch eines Tages musste ich die ganze Scheiße sehen. Und ich fragte mich, wie soll das denn nur bloß weitergehen? Jeder wollte helfen, etwas dagegen machen. Man sagte nur falsche Sachen, nur dabei fing's an zu krachen. Als er ins Gefängnis kam, war es noch nicht so klar. Ich musste erst in den nächsten Tagen hören, dass er dort starb. Ich kann mich an diesen Augenblick noch ganz genau erinnern. Es fing alles an zu drehen, mit einem Beben im Innern. Wie soll man bei so einem beschissenen System den richtigen Weg sehen und ihn dann noch auferstehen? Wenn man dann 4 Monate später auch noch hören muss, dass der Vater gestorben ist. Im Kopf Verwirrung und Frust. Ist es, weil sich meine Eltern einfach nie vertragen haben? Oder ist es wegen zu viel Fragen in meinem Hirn? Ist es schon eine traurige, verrückte Welt? Warum musste ich euch verlieren? Warum mussten wir euch verlieren? Wir verfluchen den Tag, an dem es geschah. Hört sich an wie eine Geschichte, doch es ist leider wahr. Wir verfluchen den Tag, an dem es geschah. Hört sich an wie eine Geschichte, doch es ist leider wahr. Ihr könnt gar nicht wissen, wie sehr wir sie vermissen. Wir würden alles dafür tun, um noch ein letztes Mal in ihrer Nähe zu sein. Manchmal träumen wir davon und fangen dann an zu weinen. Es ist schon ziemlich lange Zeit vergangen, aber unsere Gedanken sind immer noch gefangen. Jetzt liegen sie alle drei in einem Sarg. Und deswegen verfluchen wir den Tag, verfluchen wir den Tag.